Ohne Medikit würde man sicher einen Schritt zurück machen. Die Silberhammer ist in den letzten Jahren sehr gewachsen. Wir haben einfach gespürt, es braucht etwas, dass wir die mittlerweile 340 Mitarbeiter, die wir haben, dass wir die einfach gut auf Stand bringen und gut informieren können, Abläufe optimieren können. Es war schon immer die Informationsweitergabe und die Kommunikation, insbesondere im organisatorischen Bereich. Die Kommunikation war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, weil wir bisher halt mit E-Mails gearbeitet haben, mit Aushängen, mit Zetteln, die wir irgendwo aufgehängt haben. Viele Leute haben immer wieder gesagt, ja, das wissen wir nicht oder wo hängt es oder wo steht es. Und das war eigentlich so die Initialzündung, dass wir gesagt haben, wir brauchen etwas, wo wir das Ganze kompakt benannt haben. Idealerweise, dass jeder Zugriff hat und so sind wir dann eigentlich auf Medikit gekommen. Medikit ist ein Kommunikationstool, wo man schnell und effizient Leute erreicht und miteinander kommuniziert. Die Vorteile von Medikit für uns in der Silberheimat ist ein Silberheimat-Wikipedia und schnelle Kommunikation zu den Mitarbeitern. Also für mich ist die Frage, wo uns Medikit nicht helfen kann. Also es hilft uns in jedem Prozess, wo wir es zulassen, wo wir es brauchen. Angefangen von den Reparaturenaufträgen für den Hausmeister, wenn man einfach technisches Gebrechen hat, oder aber weiterhin zu den Checklisten von Einarbeitung neuer Mitarbeiter, aber auch Einarbeitung von den Praktikantinnen. Aber auch bei der Praktikumsbegleitung hilft es uns enorm. Aber auch im täglichen Tun hilft es uns, dass Dinge nicht vergessen werden können, die was oft einmal so alltäglich sind und durch die Routine verloren gehen, helfen uns da einfach, das wieder in unser Gedächtnis zu rufen, ah, da müssen wir echt was tun. Also ich bin der Hannes und ich bin Hausmeister bei der Silberheimat. Unter anderem ist für uns eine große Erleichterung, da wir die Informationen des gesamten Personals gesammelt auf das Handy bekommen. Früher wurde in erster Linie häufig man angesprochen, dorthin und dorthin, und alles konnte man sich nicht merken. Wir können uns wieder vermehrt wirklich auf die Arbeit konzentrieren, für die, was wir da sind, also für die Menschen. Weil oft einmal so alltägliche Dinge, die was dann im Alltag viel Zeit nehmen, somit schneller erledigt werden können, weil man da nicht herumgeht, wer hat das jetzt gemacht, wer hat das jetzt gemacht, sondern man hat wirklich eine Orientierung für alle Beteiligten.